So, willkommen zurück zu Descent 2. Das letzte Mal haben wir den Turnabout Born, der zweiten Mappe auf Zeta Aquilae. Das ist das erste System, in dem wir uns hier befinden, geplättet. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Oh Gott. Diamond Claw, zweite Generation. Die kennen wir noch aus dem ersten Teil. In der können sie auch noch schießen mit solchen Plasmakugeln, die auf einen zusteuern. Standard-Bohrer-Roboter, 3 Meter groß, 4 diamantverstärkte Schwingarme, die einen im Nahkampf platt machen, und Energiestöße. Das ist unangenehm. Bedrohung hoch, das stimmt. Und sie sind auch viel, viel wendiger als im ersten Teil noch. Macht es auch nicht besser. Entworfen, um Löcher in das härteste Gestein der Minen zu bohren, was? Will er nun sie durchlöchern? Ach so. Sein kluges und listiges Vorgehen, leider, macht ihn zu einem schwierigen Gegner. Die allerdings sind eher nervig, aber nett. Sidearm, Mehrzweckverteidigungsroboter, 6 Meter groß, also schon ein dicker Oschi. Phasen, Energieentladung und Blendraketen, moderate Bedrohungen. Vielfältige Bewaffnung ermöglicht diesem Roboter, verschiedenste Gegner zu bekämpfen. Seine große Schwäche ist seine Unbeweglichkeit. Das stimmt. Kann man da rumfliegen oder eine Seite anknuspern und dann dreht er sich so schön weg. Nach Zerstörung ermöglichen kluge Schaltkreise den Trümmerteilen sich wieder zusammenzusetzen. Daher wachsam bleiben. Dann kommen nämlich diese Scheißviecher da raus. Die schießen mit Flash-Missiles. Sidearm-Module. Regruppierungsmodule des Seitenarms. Sidearm, Seitenarm, ja, ist eigentlich auch eine Pistole, aber egal. 1,5 Meter groß, Blendraketen. Genau, Blendraketen heißen die Flash-Missiles. Minimale Bedrohung, moderat in Gruppen, ja, kann aber schon ziemlich nerven, wenn sie den Bildschirm ja, erhellen. Bis zum geht nicht mehr und man nicht mehr rafft, wo muss ich langfliegen. Hohe Geschwindigkeit, auch wendig, schwer und nervt. Und gefährliche Raketen machen diese Module selber zu starken Gegnern. Rechnen Sie mit Modulen, wenn Sie einen Sidearm in den Minen treffen. Tue ich, werde ich. Musik ist ja was anderes. So, dann sind wir bei Level nicht 4. Nach 2 kommt. Richtig. 3. Wird aufgepasst. So, der Steuerung läuft. Alles klar. Wir schauen mal nach. Homing, jetzt haben wir, genau, jetzt haben wir Maximum an Lenkraketen. Und die werde ich wahrscheinlich auch einsetzen, wenn diese Mistviecher angeflogen kommen. Diese. Na, wie heißen sie? Diese Diamant. Roboter, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Diese Diamantschürfer, die würden wahrscheinlich jetzt auch gleich hier aufkreuzen. Und da sind sie schon. Schlecht. Die dümmliche Wand getroffen. Hier ist eine Tür. Ich glaube, da war noch einer, oder? Trümmer sind auf jeden Fall gegeben. Ja, das ist eine. Oh, Guided Missile. Kann man auch gleich mal zeigen. Ist da was Feines? Ich weiß es nicht. Genau, Guided Missile. Ah ja, der düngt mir noch, der Level hier. Oh, verdammt. Zum Weg, ich muss das Kleinvieh platt machen. Das war nicht so gut. Jetzt bin ich ein bisschen weit hinterher geflogen, aber kriegen wir hin. Jetzt habe ich mal wieder die Einstellung noch so einen Hauch angeglichen. Ich hoffe mal, dass es irgendwann zur Perfektion gereicht, was das angeht. Ich werde auch das Ganze nicht in 60 Frames aufnehmen. Könnte ich zwar machen, aber das Problem ist, dass gerade auf diesen kleinen Kanälen wie meinem, da wird uns nur dieser Arschloch, sage ich mal auf knallhart auf Deutsch, dieser Arschloch-Encoder wird uns hier zur Verfügung gestellt, der richtig schlecht ist. Und auf schwächeren Rechnern funktioniert das nicht. Da gibt es dann immer mal wieder Probleme. Und es scheint niemanden wirklich zu interessieren. Ich denke mal, weil die meisten halt einen vierten Rechner haben oder es die Probleme vielleicht auf dem Smartphone nicht gibt, ist mir auch relativ wurscht. Auf jeden Fall nicht befreien, den Kollegen. Den will ich nämlich nicht, den Guideboard. Ja, auf jeden Fall deswegen nicht in 60 Frames, sondern in 30. Das denke ich mal, muss aber auch reichen. Was ist hier los? Ja, und dafür liebe ich das halt, den Joystick zu benutzen. Denn da kann man so richtig schön durch die Gegner tanzen. Ist super beweglich.
muss nicht kurbeln wie so ein Trottel, sondern kann wirklich hier alles voll ausnutzen. Das macht Laune. Man sieht aber auch, die Weichen geschickt aus. Also einfach nur draufhalten ist hier nicht. Da muss man schon so ein bisschen sinnvoller agieren. Vorhalten eben. Und ich versuche immer das Licht anzulassen. Denn ich weiß ja, wie unangenehm das ist, wenn man nichts sieht. Na, kommen die Laserchen noch angeflogen? Ja, richtig. Da hinten wieder so eine schicke Flash-Missile. Ich weiß, wie gesagt, auch nicht mehr so wirklich, wo die ganzen Geheimverstecke sind. Aber ich versuche mal, wenn mir was ins Auge sticht oder so, oder vielleicht gucke ich mal den Raum an oder guck mal, gerade bei sowas hier, ne, wenn es irgendwo in nichts endet, da fliege ich ganz gerne mal dagegen oder schieße mal gegen die Wand oder sowas. Ja, das hier sind Minen, aber kein Problem, wenn man einfach die, na, benutzt, die Vulcan Cannon. Die räumt er nämlich ganz schnell auf. Das ist auch noch ein so ein kleines Vieh. Kann man mit was weiß ich was wegmachen, ist ja egal. Auch wenn man so ein Energiefeld in der Nähe hat, kann man da auch die fetten Laser drauf schießen. Das ist auch kein Thema. Kann es sein, dass die Musik so ein bisschen durchdreht? Ah, oh. Das war einfach nur so ein Test, um den Sound zu überprüfen. Aber scheint, ich weiß nicht, manche Sachen drehen hier wirklich durch. Ich glaube einfach, wenn ich zum Beispiel angeknabbert werde. Aha, was ist das? Achso. Ja, blaue Tür. Noch habe ich die blaue Tür nicht, deswegen komme ich da auch nicht durch. So, hier wäre eine Möglichkeit. Das andere war dieser Weg da unten. Frage, wohin? Ist eigentlich wurscht, ne? Wir machen hier eh beide. Nehme ich mal ganz stark an. Das erinnert mich so ein bisschen an einen Level aus dem ersten Spiel. Oh, verdammt. Und ich höre schon wieder den Hintergrund. Jetzt ist er überall, oder sind die denn? Ne, da ist er. Ja, die möchte ich gerne so schnell wie möglich platt haben. Denn die zerschneiden einem relativ sehr schnell sein eigenes Flugzeug. Oder Fluggerät, oder was auch immer ich bin. Raumschiff. So. Man sieht's, da geht's irgendwo nach links. Versuchen wir so viel wie möglich zu erfahren. Vielleicht. Hier. You cannot open this door. Wahrscheinlich wieder getimed, ne? Door unlocked. Okay, diesmal nicht mit Timing. Ja, aber zumindest sind die Laserchen schon mal stark genug, dass wir hier auch was platt kriegen. Und ich hoffe mal, dass ich das von der Seite anschließen kann. Ah, sehr schön. Sowas gibt es nämlich auch als Tür, die man auch von einer Seite öffnen kann. Und das ist die Gauss Cannon. Das ist quasi tok, 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 tok. Das ist dieselbe Munition wie die Vulcan. Aber eben in einer leicht modifizierten Variante. Und das Ding macht, klingt nicht nur richtig geil, macht auch Spaß zu benutzen. Ja, wir sollten mal mehr mit Minen arbeiten, ehrlich gesagt, weil die 20 ist das Maximum, was ich von den Dingern tragen kann. Oder 30, weiß ich nicht. Ja, noch brauche ich die Geschichte Guided Missile nicht benutzen. Das ist natürlich immer frech, wenn die abprallen. Muss man so ein bisschen. Aber das macht es eben auch aus, finde ich. Genau wie irgendwelche alten, und überhaupt alte Schnüre und so weiter. Es gibt so viele verschiedene, so kreative Ansätze. Ich meine, heute hat man halt immer dieselben Müllgegner, weil es immer schön realistisch sein muss. Aber sowas wie, ja, von Wänden abprallende Geschichten. Wo hat man denn sowas heute noch? Gerade im Shooter-Bereich, das ist ja mittlerweile alles noch der totale Schwachsinn, den sie hier rausknüppeln, jeden Tag aufs Neue. Jetzt mittlerweile haben sie schon diese Loot-Geschichte mit reingepackt. Den Schwachsinn, den wirklich überhaupt kein Mensch braucht. So. Oh, das war der Super Laser. Super Boost to Laser Level 5. Achtung. Das klingt doch schon mal hervorragend. Ach ja, ich hab's genau gesehen. Und da sieht man's, diese dümmlichen Kugeln. Die schalten auch auf mich auf, ne?
deswegen. Na? Das war aber geschickt ausgewichen. Da ein bisschen aufpassen. Die sind gar nicht so zu beachten. Vor allem, wenn da so eine Batterie aus dem man angeflogen kommt. Und wenn man nicht, wenn man es eben ziemlich eng zugeht, dann hat man sowieso verloren. Muss zwar nicht sein, aber ich. Ja, ich gehe trotzdem mal hier hoch. Und damit haben wir wieder volle Energie. Natürlich, mit jedem weiteren Boost, was den Laser angeht, haben wir logischerweise auch einen weiteren. Ja. Einen weiteren. Verdammt. Nee, die Energieeffizienz geht runter. Ach Gottchen, was ist denn hier los? Und ein Level up. Quatsch, Level up. Level. Nee, Leben. Leben. Leben ab. Ach. Ja, jetzt wollen sie aber wissen hier, die Kollegen. Komm, einfach drauf. Trifft über den richtigen. Einfach rein in die Menge. Tja, wenn sie nicht so wendig sind wie ich, haben sie natürlich von vornherein schon mal gelitten. Aber das soll ja nicht mein Problem sein. Dich kriege ich noch. So, von Kaschen. Eins, zwei. Und da habe ich ja gerade gehört, dass da einer sich rausgeschlichen hat. Oh, verdammt, da war ich ein bisschen nah dran. So, Smart Missile brauchen wir nicht, aber Flash. Ja. Tschüss. Kleine miese Ratte. Und tschüss. Ah, da ist rechts noch einer. Na, wo ist er? Könnte ich auch mit der Tok 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 mit der Gauss Cannon arbeiten, aber naja. Ja, da oben brauchen wir einen blauen Schlüssel, den haben wir noch nicht. Dann gehen wir mal hier langs. Da hört man es auch. Deswegen hätte ich die vier gern so schnell wie möglich eliminiert. Na? Auf jeden Fall auszuweichen ist hier wirklich das Nonplusultra. Ja, das war glaube ich auch wieder so ein Weg. Wie komme ich hier nochmal rein? Na? Cannot open this door. Die Frage ist. Ich hoffe mal, die bleibt auch offen. Denn wenn nicht, ist sie gleich wieder zu. Scheint aber offen zu bleiben. Okay. Machen wir gleich. Hoffentlich denke ich dran. Na. Also die KI ist wirklich nicht zu verachten. Die ist intelligenter als in so manchem anderen Titel von 1996. Aber ich glaube, die haben das auch ein bisschen aufgebohrt, könnte ich mir vorstellen. Bei diesem Source Port. Oh, das war natürlich. Die haut halt schon rein, ne? Kann ich das Licht ausschießen? Na, wo ist er? Tja, da ist er tot. Ja, genau sowas hier nämlich ist prädestiniert dafür, irgendwelche Geheimnisse zu beinhalten. Ja, wo? Wo ist der Feind? Oh, verdammt, da ist der Feind. Okay. Interessant, habe ich gerade durch das Panische auf die Karte klicken, habe ich so ein bisschen die Zart abgewürgt. So, hier wieder die obligatorischen Wende-Abfliege-Manöver. Denn man bekommt ja auch die Karten am Schluss. Oder was ist das am Schluss? Irgendwann kann es sein, dass man die Karte bekommt. Die Minimap. Und, oder die Automap viel eher. Hier ist sie immer bei Doom und Co. Und dann kann man. Ah ja. Dann kann man solche Secrets des Öfteren mal finden. Reichweite ist zum Glück beschränkt. Sehr beschränkt. Bei diesen Schüsschen. Aber dafür sind sie eben zielgesteuert. Shield is maxed out. Finde ich gut. Ja, Spreader, man merkt es schon, ich spiele wirklich am liebsten mit dem Laser. Ja, der Abwechslungshalber werde ich
Ich muss mal zwingen, die hier so ein bisschen hin und her zu wechseln. Ja, für die ist es ganz nett, aber jetzt haben wir hier die Vulcan und die, die Gauss. Ich glaube, diese kleinen Viecher, die zerplatzen direkt mit einem Treffer. Von daher kann man sich das schenken, da eine halbe Stunde hinterher zu hetzen und irgendwie zu versuchen, die irgendwie zu erwischen. Ja. War das doch eine getimte Sache? Kann das sein? Nein. Oder ja? Oder was? Alles klar. Ja, Guided Missile werde ich auch mal zeigen. Bei Zeiten. Gerade ganz günstig, wenn man eben... Ja, man hat es, glaube ich, gesehen im Vorgänger, wenn man solche Lenkraketenroboter hat. Die kann man mal geschwind um die Ecke ausschalten, was sehr, sehr günstig ist. Und wo es diese Katzenroboter im ersten Teil gab, die mit den Vulcan Cannons um sich gefeuert haben, haben wir jetzt auch Gauss Gun Gegners, aber die kommen erst später. Spoiler! Alles klar. Frechdachs. Direkt bestraft. Ja, auch hier wichtig, im engen Gang ausweichen zu können. Ja, ich spiele übrigens eine Mischung aus Tastatur und Joystick. Das heißt, ich bewege mich mit der linken Hand mit der Tastatur. Und was hoch, runter, links, rechts und Drehung und so weiter schießen angeht, das mache ich alles mit dem Joystick in der rechten. Ja. Das ist auch somit der günstigste auf dem Markt, der Thrustmaster, aber läuft halt butterweich. Und mehr will man eigentlich gar nicht. Das soll ja nur vernünftig zu steuern sein. Und das ist garantiert gegeben. Also es muss gar nicht besonders teuer sein, da kann man ja wirklich ganz, ganz, ganz tief in die Tasche greifen bei sowas. Vor allem wenn es dann Marke wird, ja, wenn dann, was weiß ich, was für eine Firma da wieder... Hier, was war das? Alienware oder sowas, ne? Durchschnittlicher Rechner, aber du zahlst halt wirklich, zahlt sich dumm und dämlich, oder Apple oder wie die ganze Geschichte heißt, ist natürlich mal ganz grauenhaft. Zahlt quasi da mehr für den Namen, oh, sehr schön. Mehr für den Namen als wirklich für das eigentliche Produkt, beziehungsweise, naja, man zahlt ja schon das Produkt, aber eben, und da fliegt sie hinterher. Rechts oben sehen wir die Punkte. Oh, 56. Ich höre das Vieh ist in irgendwas reingeflogen. Versehentlich. 800 Punkte. Und 250. Warten wir ab, bis die Küchen vorbeifliegen. Ja, immer schön aufpassen, weil die Gegner sich auch gerne mal in so Nischen breit machen. Oh, schlecht. Die kann man natürlich auch ausweichen. Mit sowas wie Flash-Raketen, also mit diesen Blend-Raketen arbeiten. Die sind natürlich auch super. In solchen Situationen, weil man da dann die Gegner so ein bisschen zum Stillstehen animieren kann, sag ich mal. Schlüssel. Ja. So schick. Ich könnte aber die Plasma benutzen, die benutze ich so selten. Andererseits, wenn da hinten wieder was Kleines rumfliegt. Ah ne, es war nur Trümmer, okay. Oh, und wir bekommen schon den nächsten, nehme ich an. Stufe 6. Und dann kommt wahrscheinlich als nächster Schritt die Variante mit Vierfach. Okay, lauschen. Oh, ja, ich weiß nicht mehr. Den hier dann im Vierer. Also das ist jetzt die maximale Stufe, schon in Level 3, interessant, aber klingt gut und im Vierer Verbund richtig geil. Aber richtig geil. So, den hätten zerplatzt. Und wer zerplatzt? Nein? Gut. Der ist weg. Natürlich muss man nicht unbedingt mit der Vulcan arbeiten, aber es ist halt einfach so dermaßen viel praktischer. Kommt ran. Da habe ich nicht bekommen. Was ist das?
von hinten angegriffen. Ja, da wird zu Nassforsch vorgestürmt. Das gibt's natürlich auch. Da ist rot, wahrscheinlich also der Reaktor. Na? Ja, die platzen natürlich mit jedem Upgrade immer schneller. Ein Traum. Der Schaden sich erhöht. So, da haben wir alles. Da brauchen wir einen gelben Schlüssel. Da könnten wir also auch rein. In so einen kleinen Nebenraum. Da müssen wir sogar rein. Nein, wo ist denn hier der Zugang? Und warum? Da ist schon wieder so ein Vieh. Wieso hat er das nicht getroffen? Also zwei Homie-Missiles reichen noch nicht. Da müsste es dann schon drei sein. Okay, ne? So, hier ist mal Ruhe. Das ist der Anfangsraum gewesen, ne? So hell. Aber ich benutze meine Lampe nicht. So, jetzt lernen wir, wie man, dass man Force Fields, also Energiefelder ebenfalls vernichten kann. Auch hier mal aufpassen in diesen komischen Räumen, in diesen wo die Gefangenen gehalten werden, also in den Gefängnisabschnitten. Da auch immer die Gegend sondieren, weil es oft sein kann. Aha, you cannot open this door. Kann es sein, dass es hier zum Exit geht? Oder ist das da genau hinter mir, in diesem Raum hier wahrscheinlich? Wir müssen ja sowieso da lang fliegen. Dann überprüfen wir das gerade mal. So, da ist die Energiegeschichte, da ist rot. Und hier da gelb, da gehen wir gleich rein. Da gelb. Genau, hier müsste dann... Oh. Ein Raum zu früh passiert. Genau, hier ist das... Hier ist der Ausgang. Das heißt, dann weiß ich schon mal, wo ich hin muss. Jetzt aber zuerst mal die gelbe Tür. Ah. Tja, da stand er ein bisschen dümmlich. In der Gruppe. Mit Blendgranaten versuchen zu arbeiten. Ja, man sieht's, da wird's ein bisschen hell. Sind auch recht wendig, diese Mistviecher. Und nicht treffen lassen. Das ist ein ganz guter Tipp. Natürlich schneller geht's mit Plasma. So, du bist weg vom Fenster, kleine Ratte. Was ist aufgegangen? Quad Lasers. Ja, das ist immer meine Lieblingswaffe sozusagen. Meine Lieblingswaffe. Die sind einfach richtig gut. Schön aufpassen bei den Force Fields, die werfen nämlich die Schüsse zurück. Und ein weiterer Guided Missile. Guided Missile ist einfach nur, wir schießen und haben den Bildschirm gefüllt mit einer Fadenkreuz und lenken dann quasi, zum Glück auch sehr lenkhaft, sehr gut zu lenken, die Rakete, diese gesteuerte Rakete, Guided Missile. Ja, hätte ich auch hier wieder sinnvoller machen können, dass ich mich zuerst auffrische und dann hole ich die Sachen dort in einem kleinen Raum. Aber brauche ich eigentlich gar nicht. So, dann machen wir erstmal den Sidearm. Eigentlich würde ich ihn gerne nur bearbeiten. Wenn er platzt, dann ist es halt so. Wenn nicht, dann zeige ich mal kurz im Nahkampf. Quasi. Nahkampf. Ja. So, schießt. Das sind diese Plasma. Diese Smart-Geschichten. Die kommen auch aus den Smart. Ne, die kommen nicht aus den Smart-Missiles raus, sondern aus den Smart Mines. Wenn die dann platzen, dann fliegen diese Viecher auf den Feind. Ich merke gerade, wenn es hier richtig zur Sache geht. You cannot open this door. Ja, und das wird wahrscheinlich da wieder so eine Falle sein für den Rückweg.
Ja, jetzt mache ich auf jeden Fall schon mal doppelt so viel Schaden. Das da kommt aus den Smart Missiles raus. Und später auch Gegner, die Teile abfeuern, aber das kommt erst in Level 22 oder 21. Also im vorletzten oder im letzten, nee, im letzten logischerweise, Gebiet. Das ist ja 24 Karten gibt's. 24 Level. Wie gesagt, die werden auch richtig lang. Wir sind in Level 3 und sitzen hier seitnah. Also eine halbe Stunde fast. Also die sind teilweise schon nicht zu verachten. Oh Gott. Ich hab's gehört, Kleinfies rausgeflogen. Die werden wir auf jeden Fall noch hassen lernen. Spätestens im Endgegner-Level, also ich glaube der nächste ist Endgegner oder übernächste ist Endgegner-Level. Man sieht's, kleine Viecher schießen mit diesen Flash, also Blattraketen. Da ist der dicke Endgegner. Ach ja. Oh, verdammt. Das kleine Vieh mache ich ganz gerne sofort platt, wenn möglich. Diese Diamantschürfer oder was auch immer. Ich muss mal den Namen merken, wie die ganzen Gegner heißen. Das reicht ja eigentlich, wenn ich die Funktion kenne. Okay, da ist irgendwas aufgegangen. Cloaking Device. Das ist natürlich göttlich. So, jetzt fließt er dahin und ich kann machen, was ich will. Hier, Smart Mines, perfekt. Ne, hier geht der Boden nicht auf. Ich habe schon genügend Raketchen. Ja, schmeißen wir mal auch mit. Schauen wir mal, ob der. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Habe ich den jetzt in den Kern reingeprügelt? Na? So. Ich würde sagen, machen wir Nägel mit Köpfen, hau das Ding einfach weg. Und da sind sie natürlich. Und jetzt rötet es, dann fällt es ein bisschen schwieriger, schwerer zu lenken. Aber wir wollen ja einfach nur weg, von daher machen wir uns einfach mal vom Acker. Oh, verdammt! Ja, das ist ein Flash-Missile gewesen. Und da ist noch mehr von den kleinen Ratten. Aber die lassen wir einfach mal links liegen. Denn wir wollen ja eigentlich nur raus aus der Mine. Oh, verdammt. Wenn wir jetzt verrecken würden, hätten wir ein Problem. Ja, ja. Oh, oh. Okay, das war knapp, würde ich mal sagen. Ja, Fotofinish, wie man es kennt. Und auch hier ein weiteres Extra-Leben. Das war Level 3, die Wendelmine. Sehr nett. Und jetzt sind wir, glaube ich, auf einem Level, wo wir richtig schön schon Gegner platt machen können mit dem Vierfach-Laser auf Level 6. Es bleibt weiter spannend.